Frau Meier hat sich schuldig gemacht. Was kann sie jetzt tun? Für das ein Ausgleich einer Schuld erreicht werden kann, sind in der empirischen Forschung 4 Handlungsstrategien bekannt, womit die Untat des Schuldigen danach erloschen wird. In unserem Beispiel möchten wir diese exemplarisch aufzeigen. Erstens die Vergebung. Die Schuldige, in diesem Falle Frau Meier, bittet beim Geschädigten, in diesem Falle Herr Müller, um Vergebung. Zweitens die Wiedergutmachung, bei der Frau Meier den Schaden ersetzt oder repariert. Drittens Buße tun. In dieser Handlungsstrategie geht es meist um eine definierte Form der Strafe. Und schließlich viertens die Rache.